Liebe patriotische Gemeinschaft, hier ist euer Fabian. Ich bin bei patriotischem Herz, weil mich der Zusammenhalt der Gruppe sehr stärkt. Zudem gibt mir patriotisches Herz ein Gemeinschaftsgefühl, das zum Erreichen meiner Ziele notwendig ist. Drum hoffe ich, auch euch bald willkommen heißen zu können. Liebe Patrioten, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem YouTube-Kanal von Patriotisches Herz. Hier schlägt das Herz des Patriotismus. Es ist Mittwoch, der 20. Januar 2021 und ganz ehrlich, wir wissen alle, was das bedeutet. Heute ist der Tag, an dem Joe Biden zum neuen Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika ernannt wird und vereidigt wird. Ich weiß, es gibt immer noch Leute, die die Hoffnung haben, dass es nicht passiert und irgendwie wird das schon noch anders sein. Leute, vergesst es. Vergesst es. Es ist so, wie es ist. Wir müssen damit jetzt erstmal leben. Wir müssen alles dafür tun, um in 4 Jahren das Weiße Haus zurückzuholen. Gerne mit Donald Trump, möglicherweise auch mit Ted Cruz, dem großartigen Republikaner aus Texas. Aber zunächst einmal müssen wir jetzt 4 Jahre Joe Biden und Kamala Harris ertragen. Und ja. Aber heute soll es gar nicht um Joe Biden gehen. Zu ihm möchte ich morgen etwas sagen. Heute soll es ein bisschen einen Stimmungsaufheller geben. Und ich glaube, den können wir alle brauchen. Wir alle haben eine schwierige Woche. Dienstag die neuen Corona-Regeln, Mittwoch Joe Biden. Super, super, duper. Da kriegst du richtig Euphorie. Deshalb soll es heute etwas Positives geben, nämlich den zweiten Teil unseres Alphabet des Patriotismus. Und heute geht es um einen AfD-Politiker, den ich wirklich, wirklich gerne mag und mit dem ich mich super identifizieren kann. Es geht um Stefan Brandner. Stefan Brandner wurde am 29. Mai 1966 in Herten geboren, ist Rechtsanwalt und war vom 31. Januar 2018 bis zum 13. November 2019 Vorsitzender des Rechtsausschusses im Deutschen Bundestag. Er gilt als flügelnah und als Kumpel von Björn Höcke. Die Medien haben mal gesagt, dass er so etwas ist wie der politische Arm von Björn Höcke in Berlin. Ja? Da kann man sicherlich über die Bezeichnung streiten. So. Dann kommen wir jetzt dazu, wie sein Werdegang ist. Er hat Rechtswissenschaft studiert. Er ist seit über 30 Jahren Mitglied der Internationalen Gemeinschaft für Menschenrechte. Komischerweise erzählen uns das die Medien nicht. Aber na, warum sollte man auch was Positives über die AfD berichten? Ist ja der eigenen Argumentation nicht zuträglich. Man muss ja die AfD als super, super böse und schlecht darstellen. Sonst geht das ja nicht. So. Dann kommen wir jetzt dazu, wie sein politischer Werdegang war. Brandner war Mitglied von CDU und CSU. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, weil das ja Schwesternparteien sind. Aber Brandner hat eine Zeit seines Lebens in Bayern gelebt und deshalb war es da zu dem Zeitpunkt die CSU, ansonsten die CDU. Ja? Seit 2013 ist er Mitglied in der AfD. Er war Mitglied des Thüringischen Landtages. Und was mir persönlich an ihm einfach sehr, sehr gut gefällt, ist seine Art. Also ich mag einfach total, wie Stefan Brandner sich auch im Bundestag gibt. Immer so ein bisschen leicht provokativ, aber nie so, dass es jetzt komplett übertreibt. Ja? Das ist vielleicht etwas, wo Björn Höcke manchmal den einen Schritt zu viel macht. Ja, da ist Brandner vielleicht manchmal inhaltlich ein bisschen vorsichtiger. Ich mag seinen Humor. Er ist wirklich jemand, der die Dinge auch humorvoll rüberbringt, aber so, dass sich die Altparteien schon darüber ärgern. Was auffällig ist, er war 3 Jahre lang Mitglied im Thüringischen Landtag und in dieser Zeit haben alle 88 Abgeordneten, und ja, es sind wirklich 88 Abgeordnete, das hat jetzt nichts mit irgendwas Rechtsradikalem zu tun, also brecht den Kommentar wieder ab, liebe Antifanten und liebe Ente. Das waren wirklich 88. Also alle 88 zusammen haben 44 Ordnungsrufe bekommen. Stefan Brandner alleine hat 32. Dann seht ihr so ungefähr, was das für ein Typ ist. Brandner ist jemand, der mutig ist,
der klar sagt, was er denkt, der vielleicht manchmal ein bisschen übers Ziel hinausschießt. Also, ihr wisst ja, dass ich ein großer Fußballfan bin. Ich glaube, er ist so ein bisschen der Sergio Ramos der Politik. Einer, der immer so ein bisschen stichelt, immer so ein bisschen über dem Limit ist, aber letztlich doch ein guter Typ ist, den du einfach auch brauchen kannst, der einfach auch genau das ist, was du auch mal brauchst. Dass, ja, jemand, der, jetzt muss ich überlegen, wie ich das sage, der immer Aufmerksamkeit zieht. Und Aufmerksamkeit ist in der Politik nun mal wahnsinnig wichtig. Was man noch über Stefan Brandner sagen kann, ist, dass er Mitglied des AfD-Podcasts war, zusammen mit Corinna Miazga. Die werden wir übrigens auch noch vorstellen. Corinna Miazga, großartige Frau. Das haben die beiden, finde ich, relativ gut gemacht immer. Also brandheiß war damals der Podcast und es ging darum, dass Ausschnitte aus dem Bundestag gezeigt wurden und von den beiden, also von Stefan Brandner und Corinna Miazga, humorvoll kommentiert wurden. Teils informativ, teils humorvoll. Und es hatte halt diesen altes Ehepaar-Humor, sage ich jetzt mal, ja. Die zwei haben sich dann immer so ein bisschen gestritten und ja, gut. Jetzt kann man immer sagen, ja, er soll sich auf Politik konzentrieren, aber ich denke, dass die sozialen Medien extrem wichtig sind und dass so etwas, was ja jetzt auch nur alle 2, 3 Wochen mal kam, schon in Ordnung ist. Ich kann das nur empfehlen, man findet es auf dem YouTube-Kanal von Corinna Miazga. Leider gab es da schon längere Zeit keine Folge mehr. Ich hoffe, dass es irgendwann da nochmal ein Revival geben wird. Ich bin mir nicht sicher, aber mal sehen. Ich denke, dass Brandner die Chance hat, in Zukunft in der Partei eine wichtige Rolle zu spielen. Ob er Parteivorsitzender wird, das ist schwer zu sagen. Ich glaube fast, dass da die Freundschaft mit Björn Höcke für ihn hinderlich ist. Und zwar aus 2 Gründen. A, wird er deshalb von den Gemäßigten oder von den bürgerlich-konservativen in der Partei nicht besonders geschätzt. Und B, ist er halt eben selbst in seinem eigenen Landesverband nur die Nummer 2. Und dass er jetzt wirklich gegen seinen Kumpel sich stellt und dann den Angriff macht auf die Parteispitze, ist für mich schwer denkbar. Kann ich mir nicht vorstellen, dass er das tun wird. Deshalb denke ich, Brandner wird eher so, ja, er wird weiter im Bundesvorstand bleiben. Möglicherweise, wenn Höcke mal nach Berlin geht, Vorsitzender der AfD Thüringen. Das könnte ich mir schon vorstellen. Ja, da ließe sich sicherlich was machen. Aber grundsätzlich als Parteivorsitzenden, das glaube ich, wird schwierig. Einmal hat mich Stefan Brandner übrigens auch, muss ich ehrlicherweise zugeben, richtig enttäuscht. Das war der Moment, wo ich echt an ihm gezweifelt habe. Und zwar hat er bei der Diskussion, ob der Flügel aufgelöst werden soll und bei der Diskussion, ob Andreas Kalbitz die Partei verlassen soll, beide Male sich enthalten und nicht ganz klar gesagt, nein, ich will das nicht, ich stelle mich dagegen. Aber da hat er sich halt enthalten. Es hätte nichts geändert, wenn er sich dagegen gestellt hätte. Aber menschlich wäre es einfach der richtige Zug gewesen, ja? Dass man einem Meuten eben nicht alles durchgehen lässt, dass man da auch mal Kritik übt, dass man da auch mal sagt, nein, das ist jetzt nicht der Weg, den ich haben möchte. Da war er für mich ein bisschen zu defensiv, das fand ich sehr, sehr schade. Ansonsten mag ich ihn unglaublich gerne. Für mich einer meiner Top 3 Lieblingspolitiker in der AfD. Ich mag seine Art, er ist inhaltlich, glaube ich, ungefähr so, wie ich es bin und das finde ich to total sympathisch. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr zu Stefan Brandner steht. Mögt ihr ihn nicht? Was mögt ihr an ihm, was mögt ihr an ihm nicht? Und wie seht ihr seine Zukunft in der Partei? Das soll es heute schon wieder gewesen sein. Ich bin der Flo, ich bin raus für heute. Abonniert den Kanal, hier schlägt das Herz des Patriotismus und ciao!